Moin Leute. Ja, das ist Ray mit einer Knarre am Kopf, aber das ist ein älteres Bild. Ja, ich möchte heute in aller Fröhlichkeit mal einmal sagen, dass ich ein Video mache zum aktuellen Geschehen. Wer sich da ein bisschen mit auskennt, es geht um KuchenTV, es geht um Katja Krawitzki und es geht um Theken alias Kevin, Thomas, Fritz, Günther. Und das pisst mich einfach nur an. Es geht mir auf den Sack. Ich erfahre davon von allen möglichen Leuten und mich haben auch schon ein paar angeschrieben, dass ich mal meine Meinung sage. Und ja, ich sage jetzt meine spezifische Fachmeinung, ja, wirklich. Aber erstmal kommt das Intro. Ja, das müsst ihr leider noch ertragen und danach geht's los hier. Dann. Es erwartet euch natürlich ein hochprofessionelles, gut durchdachtes und super recherchiertes Video bezüglich dieser drei Subjekte. Also bleibt dran, ne? Sortes TV. Moin Leute, willkommen bei Sortes TV. Ja, und heute geht's darum, dass ich meine Fresse nicht halten kann. es geht um KuchenTV, Kuchengeschmack, wie auch immer. Dann geht es noch um Theken und um. Oh mein Gott, wie heißt die Schlampe? Katja Krasavitsch. Ja, selbsternannte Hobbyhure oder sowas. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oh nein, dann bitte kein Video abspielen. Nein! So sehe ich in Sexy Dessous aus. What the fuck? Ich habe. Was? Achso, what the fuck? Ich habe eigentlich einen Freund. Das ist die Antwort auf KuchenTV, der ihr sagt: Hey, du hast ja in Wirklichkeit einen Freund, du verarscht alle. Du fickst ja gar nicht überall durch die ganze Welt, wie du es in deinen Videos immer sagst. Sondern du bist eine Faker-Hure, mit anderen Worten. Und sie sagt, nein, ich bin eine Hure. Also, ne? Was haben wir denn hier? What the fuck, verlose Sex-Video von mir. Und was weiß ich, ich hasse meine Nippel. Was? Achso, ich lasse meine Nippel piercen. Entschuldigung, man liest öfters was, das was man will. Ne? Besoffen Sex mit einem Fremden. Und ach, was weiß ich, Leute, Alter. Allein wenn man das liest, wird man schon bekloppter im Kopf. Auf jeden Fall hat KuchenTV jetzt gemeint, die Alte muss ich rapen. So nennt er das, wenn er irgendwie so ein Diss-Video macht, wo er eine Person zerstören will. Aber wie kann man denn eine Person zerstören, die sich schon alleine zerstört? Ich weiß nicht, ob diese Fans, die sie hat, ob die wirklich real sind. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also sowas kann man eigentlich gar nicht gut finden. Vor allem, wenn die den Mund aufmacht. Es hört sich schon so dämlich an. Ich kenne eine Blondine, die so ähnlich redet, ja, sich artikuliert wie diese Person da, dieses Subjekt. Und also man kann hier auf jeden Fall nicht sagen, ich mache Cybermobbing, ja? Denn am Ende werde ich der Arsch sein, der gemobbt wird, ja. Das wird mich hart treffen. Nein, Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Also, das kann doch keiner. Also ich meine, da gucken doch die Leute wegen irgendwelchen Titten oder so und denken, scheißegal, was sie labert, wahrscheinlich muten sie den Kack. Ja. Naja gut, auf jeden Fall KuchenTV, da hast du dir mal wieder die richtige ausgesucht. Kriegst du natürlich auch gut Fame ab. Ich meine, hey, man kann mir jetzt natürlich vorwerfen, ich will mich an den dreien hochziehen, ja. Dass ich jetzt ein Video extra gegen Schwachmaten mache, damit ich Abos abkriege, das ist mir scheißegal. Ich werde das Video jetzt hier einfach mal nicht monetarisieren, falls es denn viele Klicks kriegen sollte. Das ist mir eigentlich scheißegal. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, Theken, über den war ich letztens kurz davor auch ein Video zu machen, weil er in einer Facebook-Gruppe war, oder er wurde daher hereingezogen in diese Facebook-Gruppe und da geht es um Abonnenten. Mit anderen Worten, wir sind neu auf YouTube, wir brauchen Abonnenten, wir wollen uns austauschen. Ne, so eine YouTube-Starthilfe-Gruppe. Da wurde er reingezogen und da hat er dann erstmal auch ein Video dazu gemacht. Es gibt scheiß Gruppen, wie er halt immer labert, wie so ein Halbbehinderter. Und fing dann an so, ja, es gibt scheiß Gruppen, da wurde ich reingezogen und dann habe ich erstmal gesagt, ich habe keinen Bock auf Arbeiten. So ist es nämlich, so ist jeder in der Gruppe, die haben alle keinen Bock auf Arbeiten und wollen berühmt werden. Und ich habe das einfach nur so mal so mitgekriegt, wie er dann anfing so zu tun, als ob er der letzte Assi ist und ja, alle haben ihn gehatet. Und dann auf einmal, dann kam er mit der Wahrheit heraus, ich bin voll der Riesen-YouTuber, wer möchte mit mir ein Video zusammen machen, habe so und so viele YouTuber. Ja, natürlich haben sich irgendwelche Spasten gemeldet, die dann meinten, ja geil. Und er hat dann ganz stolz erzählt auf seinem Kanal, was das alles für Assis sind, dass die ihn ja jetzt in den Arsch kriechen und er hat sich gefreut. Ja Leute, also ich dachte schon, KuchenTV ist schlimm.
weil er sich wirklich immer die Besten zu rapen aussucht. Leute, die schon wirklich am Arsch sind. Aber dieser Typ, dieser Tekken. Und hat er ihn angeblich, hat er ihn angezeigt, der Kevin Thomas oder wie der heißt. Er soll ihn angezeigt haben. Wegen verschiedenen Sachen, sage ich jetzt mal. Auch unter anderem für eine DDoS-Attacke und für ein Handy-Virus, weil das Handy nicht aufgehört zu vibrieren. Leute, jetzt mal ehrlich. Eine DDoS-Attacke ist nicht strafbar. Es ist nur strafbar, ein Computersystem zu behindern. Wenn man das mal so nennen darf. Eigentlich wäre es ja eine Bereicherung für die Allgemeinschaft, wenn man Tekens PC behindern würde. Von daher wäre es eigentlich strafbar, wenn man es nicht täte. So ist meine Sicht der Dinge. Aber wie gesagt, für eine DDoS-Attacke jetzt irgendwie eine Flasche Champagner aufzumachen, das ist ein bisschen zu krass. Das zeigt schon mal wieder deine Intelligenz und... guckt euch den Kanal einfach an, Leute. Ja, zu Katja kann man eigentlich gar nichts sagen. Das ist einfach nur ein Opfer der Gesellschaft. Guckt euch die an, das ist absolut ekelhaft, widerlich. Diese Plastikbrüste, selbst wenn die echt sind, ist mir scheißegal, die sieht einfach nur nach Plastik aus, die alte. Tekken ist ein verstrahlter Vollidiot, der einfach nur scheiß Videos in seinem, also die alleine auf seinen Kanal müsst ihr mal raufgehen, mal gucken, was der da so hat. Das ist alles einfach nur, um sich hochzuziehen, also wirklich die Überschriften und alles. Also der hat absolut keinen Inhalt. Ich war ja so fair, von dieser Katja auch ein paar, ein paar Videos vorzulesen, ein paar Überschriften. Ich lese jetzt mal von Tekken ein paar Überschriften vor, und zwar erstmal im Titel steht terrorisiert seit 2010, was für ein Terror. Auf jeden Fall, was haben wir denn hier? Dagi B ist Internetmüll. Der Dagi B Song. Bibis Beauty Palace battled auf YouNow. Kriminelle Asylanten raus aus Deutschland. Flirt-Tipps, Erfolg bei den Frauen. Ich hoffe, dass du da keine Flirt-Tipps gibst. Ich denke mal, du machst dich über irgendwelche lustig, die Flirt-Tipps geben, keine Ahnung. Wahrscheinlich ganz korrekt, ja. Dagi Porno aufgetaucht. Dagi Porno. Beef mit Broken Sums. Unge als Fließbandarbeiter. Mr. Trashback hat Einzelhandel als Kaufmann. Katja Krasavitsch als Callcenter-Agentin. Also, naja. KuchenTV, die Abrechnung, oh, das ist ja so eine Abrechnung. KuchenTV, die Mahnung 1, KuchenTV, die Mahnung 2. Also wenn ich jetzt hier wahrscheinlich in 2 Jahren nochmal gucke, sind wir bei KuchenTV, die Abmahnung 85 oder so. Nein, Tekken hat es verdient, 25.000 noch was Abos zu haben. Der hat's verdient. Du Pisser! Naja, was soll man zu KuchenTV sagen? Dazu kann ich gar nichts sagen. Das ist so ein Halbstarker, der irgendwelche Amateurvideos da rausballert, eins nach dem anderen, und irgendwie, weiß ich nicht. Es ist zwar auf der einen Seite witzig, aber vielleicht solltest du doch lieber bei deinen Kinderbücherparodien bleiben. Ja, da zeigt er nämlich irgendwelche Pixie-Hefte, zeigt die und spricht dann halt einen anderen Text, und das ist ja sowas von Wahnsinn. Wahnsinn. Leute, ihr seid in meinen Augen alle drei verstrahlte Lappen, die auf YouTube eigentlich nichts verloren haben. Über irgendeine Scheiße muss man ja lachen. Wobei ich sagen muss, dass Kuchen ja wirklich der einzige von euch dreien ist, der irgendwie ein Produkt auf den Markt wirft, wo man sagen kann, das kann man gucken. Auch ich habe mir ein paar Videos davon bis zum Ende angeschaut. Das kann ich bei euch, bei Katja und bei hier Fritz Thomas, Kevin, kann ich das nicht. Da schaffe ich mir kein Video zu Ende anzugucken. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Da, weiß ich nicht, verliere ich meine Männlichkeit und da verliere ich meine Ehre, meinen Stolz, meine Würde als Mensch. Das geht nicht. So Leute, mit anderen Worten, hört auf, euch gegenseitig da fertig zu machen. Ihr seid alle scheiße. Und es geht mir auf den Piss, dass ich andauernd von euch höre. Und das heißt jetzt nicht, dass ich euch abonniert habe, das heißt einfach nur, ich höre von euch, weil ich es andauernd irgendwo sehe und ich musste mich jetzt mal äußern, weil es geht mir auf den Piss. Es ist mir scheißegal, wer von euch angefangen hat mit diesen Streitigkeiten. Von mir aus trefft euch, KuchenTV hat gesagt zu Katja, komm her, wenn du dich boxen willst, du hast gesagt, du haust mich um. Sag mal, seid ihr alle beschissen oder was? Dann haut euch doch die Fresse ein und fertig ist. Beschissenen, schwanzlosen, arschgefickten Mistpisser. So, jetzt könnt ihr mich anzeigen, wegen was auch immer. Euch fällt sicherlich etwas ein. Vielleicht ja die nächste DDoS-Attacke, die ist sicherlich von mir hier. Oder was weiß ich. Ne? So,
Falls ich jemanden beleidigt habe, möchte ich mich dafür entschuldigen. Das ist natürlich nur ein Stilmittel, ja, und das nennt sich Sarkasmus. Leute, hört auf zu existieren, nehmt euch das Leben. So, und falls einer von euch Vögeln jetzt meint, er müsste aufmucken oder sonst was, ich kann euch diese hier empfehlen. Die haltet ihr euch einfach gegen die Stirne und drückt einmal ab. Das prickelt schön und dann ist vorbei, ne? Ich habe das jetzt ja auch mitgekriegt von Ego Hates. Das ist ein Kumpel von mir, mit dem ich mich mal getroffen habe, auch privat. Und da hat er ein paar Tage bei mir verbracht. Ich weiß gar nicht mehr, 2-3 Tage. Und auf seinem Kanal, da boomt das Thema ja auch. David gegen Goliath und bla bla bla. Ich weiß gar nicht, wer von den beiden jetzt David sein soll und wer Goliath. Ich habe keine Ahnung. Für mich sind das beides irgendwie Davids. Aber wahrscheinlich meint er die Abonnentenanzahl. Von daher mischt sich jetzt der Pumuckl ein. Ja, und jetzt will dieser Theken sich mit KuchenTV treffen. Oder wie auch immer, auf jeden Fall wollen sie eine Diskussion starten. So habe ich das jetzt vom Ego, Link in der Videobeschreibung, mitbekommen. Und der erste Teil des Videos soll auf Thekens Kanal hochgeladen werden und der zweite auf Kuchens, damit jeder halt noch ein bisschen abkassieren kann. Also, es ist schon schlau von Theken, dass er halt nicht zurückschießt, denn Kuchen hat halt mehr Abonnenten, größere Reichweite und heftigere Base. Aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ja. Ich meine, wir waren alle schon mal, denke ich mal, auf Teamspeak. Und wir waren alle bestimmt schon mal auf einem Teamspeak, wo man halt gededost wurde. Nee, ich natürlich nicht, aber ihr. Aber auch nicht alle von euch. Also meine Abonnenten sind bestimmt auch so schlau wie ich. Und wenn man als Theken, auf einen Kanal geht, oder ein Teamspeak, Entschuldigung, von KuchenTV, ja, hier, KuchenTV, und sich dann wundert, dass man gededost wird, ja, er muss sehr intelligent sein. Also Ego, da stimme ich dir leider nicht zu. Also ich denke zwar, dass er schon was im Kopf hat, aber so viel kann das dann auch nicht sein. Vor allem diese Anzeige und, naja. Und dieses Video, wo man alles klärt, Leute, ist doch scheißegal, was da euer Beef ist, Alter. Ihr guckt mal ins Spiel und dann ist der Beef auch schon vorbei. Ja? Falls sich einer mit mir treffen will, ich meine, das ist ja auch im Gespräch oder so, dass man sich da untereinander mal irgendwie, ne? Ich weiß, ich habe jetzt nicht die Größe, ja. Aber mein Hammer hier, oder die hier, die beweisen schon genug Größe. Und das können wir gerne klären, also, ne? Ja, und da wird dann auch eine Kamera dabei sein. Und den ersten Teil von den 30 Sekunden, der darf dann auf eurem Kanal hochgeladen werden und die restlichen 15 Sekunden dann auf meinem Kanal. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Also unter dem Video KuchenTV, die Abrechnung, ja, von Theken, der mal wieder total enthusiastisch redet. Ja, so richtig, ja. Oh Gott, Alter. KuchenTV hat geschrieben. KuchenTV hat mich persönlich gehackt, zeigt Kuchen wegen Hacken an, ja. Mit anderen Worten, Theken sagt in seinem Video, was ich mir nicht angucken werde, ich habe nur mal einmal kurz da reingehört, dass KuchenTV ihn gar nicht gehackt hat, trotzdem zeigt ihn dafür an. Was schreibt der Theken? Ja. KuchenTV, sagt er, Hitler hat auch nicht höchstpersönlich die Juden vergast, war es aber trotzdem. Da wird gleich eine Hitler-Karte gespielt, ja, von wegen, oh ja, der Hitler. Er hat KuchenTV angezeigt, weil irgendein User in KuchenTVs Teamspeak ihn gededost hat, weil er zu dämlich ist, um sich dagegen zu schützen. Theken, da muss dir aber klar sein, dass wenn du dich in deutsches Reichsgebiet wagst, du vergast wirst als Feind. Tut mir leid, aber wenn du so ein Beispiel bringst... Oh Mann, Leute, naja, gut, ciao.